Escherich. Kriminalkommissar Escherich von der geheimen Staatspolizei. Wir sitzen hier wie alte Freunde. Geduld. Haben Sie Geduld, Escherich. Über was wir hier reden, das bleibt ganz unter uns. Sie haben manchmal Lust, einen so ungebremst in die Fresse zu hauen, oder? Oh, aua, aua, aua. Sie denken, ich bin so ein kleiner, stinkender, mieser Hund. Escherich, was tun Sie? Gehen Sie nach Hause? Wo ist Ihr Zuhause? Sitzen Sie dann am Tisch und schreiben sich selber Postkarten, so mit so kleinen Fragen. Haben Sie mehr Hoffnung als Ängste oder mehr Ängste als Hoffnung? Escherich, sprechen Sie jetzt. Hoffnung, das ist sentimental, oder? Die Sehnsucht nach einer Zeit, da die Zukunft noch vor ihm lag? Also, Ängste, Ängste, Ängste. Escherich? Ja. Ist Scham Ihr stärkstes Gefühl? Ja, es gibt ja immer die Angst, zum richtigen Zeitpunkt das Falsche zu tun oder andersrum. Das gebiert Ungewissheit, Unsicherheit und niemand sagt einem, ob es stimmt. Daraus entsteht Scham. Können Sie eigentlich ausschließen, dass menschliches Leid für Sie einen Unterhaltungswert hat? Ausschließen? Es gibt doch nichts Lustigeres. Also für die, die nochmal davongekommen sind. Spüren Sie eigentlich morgens, wenn Sie die Rüstung eines Erwachsenen anziehen, noch das Kind in Ihnen oder ist das schon lange tot? Man braucht eine Uniform. Wir sind im Krieg. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es allen um Ihre lausigen Befindlichkeiten, sprich die Rettung Ihrer kleinen Ärsche geht. Ich habe aus meinen persönlichen Schwächen nie einen Kult gemacht. Das ist das einzig ekelhaft Pathetische. Aber die Rüstung, ich ziehe sie gar nicht mehr aus. Lange nicht mehr. Irgendwann wird sie abgetragen oder weggehobelt, wie der Panzer einer Schildkröte, die im hohen Gras spazieren geht und von einem selbstfahrenden Rasenmäher überrollt wird. Wasser, wenn man den Menschen nur zu einer frechen Probe in die Welt gesetzt hat, nur um zu sehen, ob ein solches Geschöpf es auf Erden aushalten können wird oder nicht. Dieser Gedanke ist so traurig, weil es hier wiederum keinen Schuldigen gibt, weil niemand diese Probe gemacht hat und man deswegen niemanden verfluchen kann, weil alles vielmehr nach den toten Naturgesetzen geschehen ist, die ich absolut nicht verstehe, mit denen mein Bewusstsein sich unmöglich einverstanden erklären kann. Da ich auf all meine Fragen nach dem Glück von der Natur durch mein eigenes Bewusstsein nur die Antwort bekomme, dass ich nicht anders glücklich sein kann als in der Harmonie des Ganzen, die ich nicht begreife und offenbar überhaupt nicht begreifen kann. Und da die Natur mich nicht, nur nicht für berechtigt hält, von ihr Rechenschaft zu fordern, sondern mir überhaupt nicht antwortet, nicht weil sie nicht will, sondern weil sie mir überhaupt nicht antworten kann. Da ich mich überzeugt habe, dass die Natur mir zur Beantwortung meiner Fragen unbewusst mich selbst bestimmt hat, ich selbst und mir durch mein eigenes Bewusstsein antwortet, denn ich sage dies alles zu mir selbst. Da ich schließlich bei einer solchen Ordnung der Dinge gleichzeitig den Kläger und Beklagten, den Richter und den Angeklagten spielen muss und diese Komödie seitens der Natur furchtbar albern finde, um sie zu ertragen, meinerseits sogar für erniedrigend halte, so verurteile ich
in meiner unbestrittenen Eigenschaft als Kläger und Beklagter, Richter und Angeklagter, diese Natur, die mich so ungeniert und frech geschaffen hat, damit ich leide, zugleich mit mir zur Vernichtung. Da ich aber diese Natur nicht vernichten kann, so vernichte ich nur mich allein, einzig, weil es mir zu langweilig ist, diese Tyrannei zu tragen, an der niemand schuldig ist. Escherich. Wein. Was hat Wein für eine Wirkung auf Sinn? Beschreiben Sie das. Trinken wir noch einen Schnaps. Und dann müssen wir auch los. Ich will gerne auf die letzte Bahn in die Stadt zurückbekommen. Und ich, was wird mit mir? Was schauen Sie mich denn so entsetzt an? Ich habe doch überhaupt nichts gesagt, was Sie so erschrecken könnte.